Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend. Weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Hallo liebe Zuschauer und ganz herzlich willkommen zu Ihrer Drehscheibe Lausitz im Elsterwelle Fernsehen. Wie bereits berichtet, hat die PEWO Energietechnik mit Sitz in Bergen, Neuwiese, auch 2015 ein solides Wachstum bilanziert. Mit mehr als 40 Millionen Euro Umsatz ist eine weitere Marke in der Unternehmensgeschichte geknackt worden. Janine Wendt mit Einzelheiten. Wir sind die Serienproduzenten für Unikate, so beschreiben die Geschäftsführer das Unternehmen. Hier liegt nämlich die Kernkompetenz, denn Lösungen aus dem Katalog und von der Stange werden bei PEWO nicht angeboten, sondern technische Komponenten mit Softwarepaketen, die individuell auf den jeweiligen Kunden und seinem Bedarf angepasst werden. Ich denke, wir sind im Bereich der Wohngebäude tätig. Und Wohngebäude sind eigentlich auch in vielen Fällen Unikate. Wir haben verschiedene Fassaden, wir haben verschiedene Nutzerverhalten. Insofern bietet es sich natürlich an, für die unterschiedlichen Gebäude und deren Nutzerverhalten auch spezielle Anlagen zu entwickeln, die eben auf diese Verhaltensweisen oder Gebäudesituationen abgestimmt sind. Speziell geht es darum, aus der bereits genutzten Energiequelle noch ein wenig mehr herauszubekommen. So zum Beispiel können Abgase aus Gas- und Ölheizung genutzt, die Rückläufe aus Heizung und Warmwasser um ein paar Grad angezapft oder auch der See in unmittelbarer Nähe zur Wärmegewinnung eingebunden werden. Ja, wer das Feuer macht, ist uns egal. Das ist in der Tat richtig. Wir können Konzepte erstellen für verschiedene Energieträger, welche gerade für das jeweilige Gebäude optimal sind, egal ob das Solarthermie ist, ob es Wärmepumpen sind, ob es Gas, Ölkessel oder BHKWs sind, hat PEWO eigentlich immer gute Konzepte, auch verschiedene Energieträger zusammenzubringen und somit letztendlich effiziente Verteilungssysteme auch liefern zu können. Dass man in der Region eher wenig von den Aktivitäten der Firma mitbekommt, liegt schlicht daran, dass die Technik meist in Ballungszentren, also Großstädten, angefragt und gebaut wird. Dabei hat man auch Lösungen für den ländlichen Bereich durchaus im Angebot. Nahwärmenetz sind Heizungssysteme, die eine zentrale Energieerzeugung haben. In den meisten Fällen in Deutschland ist es entweder Biogas über ein BHKW oder sind Hackschnitzelanlagen. Da gibt es ein zentrales Heizhaus, dann wird ein kleines Netz gebaut und es werden die einzelnen Häuser an dieses Wärmenetz angeschlossen. In den vergangenen Jahren expandierte PEWO auch ins Ausland. Tochterfirmen in der Schweiz, Österreich und dem Balkan wurden gegründet und fangen nun an zu laufen. PEWO verkauft nicht nur Anlagen und Regelungstechnik, sondern PEWO verkauft auch Wissen. Und um Wissen zu skalieren, brauche ich Personal. Und PEWO kann im Ausland nur wachsen, wenn das entsprechende Personal
auch vorhanden ist. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung in Zukunft. Die Technik haben wir, das Wissen im Unternehmen haben wir auch. Wir müssen es jetzt skalieren und in die Breite bringen. In diesem Jahr will das Unternehmen sein Personal um 30 auf 350 Mitarbeiter aufstocken. Notwendig nicht nur für die Produktion vor Ort, sondern auch Experten für Planung und IT sind gefragt. Denn auch 2016 stehen spannende Projekte an. Der Henninger Turm in Frankfurt ist im Moment das größte Bauvorhaben in der Stadt, wo PEWO die komplette Wärmeverteilung liefert, inklusive Visualisierung. Da freuen wir uns sehr drauf. Und wir haben auch andere Großprojekte, die in der Planungsphase sind, die allerdings noch nicht im Abschluss sind. Aber ich denke mal, Henninger Turm ist in diesem Jahr schon das Highlight. In diesem Jahr will das Unternehmen weiter wachsen. 8% sind als Ziel ausgegeben. Der Energieriese Vattenfall wird an ein tschechisches Unternehmen verkauft. Aus der Politik heißt es nun, mit der Entscheidung gebe es wieder Planungssicherheit für die Lausitz. Wie aber sehen die Menschen vor Ort das Ganze? Wir haben uns in Hoyerswerda umgehört. Na, ich denke, das ist wichtig für die Zukunft der Lausitz. Ne? Wenn die Kohle ganz abgewickelt worden wäre, dann ziehen hier noch mehr Menschen weg, vor allen Dingen junge Menschen. Ne? Also gibt es jetzt erstmal für so und so viele Jahre eine Zukunft. Und ich hoffe auch, dass es auch irgendwo umweltgerecht eine Zukunft für die Kohle gibt. Ne? Ja, für die Menschen hier ist das wichtig. Und eigentlich ist es egal, wem's, ob das nur Vattenfall oder jetzt nur den Tschechen gehört. Die Hauptsache ist, mit der Kohle passiert was im Interesse der Menschen, die hier wohnen. Es gibt keine andere Lösung. Vattenfall macht nicht weiter und wir haben nur den einen, der Interesse gezeigt hat. Und die Arbeitsplätze sollen ja so lange wie möglich erhalten bleiben. Mir hilft das überhaupt. Es hilft sehr, es müssen die Arbeitsplätze im Bergbau erhalten bleiben. Ich habe selber 40 Jahre dort gearbeitet. Und wenn wir die Kohle nicht weiter betreiben, dann werden wir hier eine Wolfslandschaft haben, aber es werden keine Menschen mehr hier wohnen. Ich bin da noch etwas skeptisch. Aber es ist erstmal eine Lösung. Und wollen wir es abwarten? Kann ich mich nicht drüber äußern, da ich jahrelang weg gewesen bin. Und Arbeitsplätze sind weg. Und was Neues wird nicht viel groß kommen. Das ist meine Meinung dazu. Ob nun dieser Betrieb oder jener Betrieb, das ist alles eigentlich, wie man so sagt, ein Abwasch. Nein, das hilft der Lausitz in keinem Fall. Der Verkauf an dieses tschechische Konsortium ist für meine Begriffe eine unsichere Bank. Ja, die ganz ehrliche Frage, man hat noch nie verstanden, dass das Vattenfall Besitz hat. Das gehört in deutscher Hand normalerweise. Ne? Und Energie muss immer in einer Staatsmacht sein. Ne? Und da ist es jetzt also schon so traurig, dass es kein deutsches Unternehmen nimmt. Und wir wieder von anderen abhängig sind. Wenn die in ein paar Jahren dann wieder so spielen und wieder abgeben wollen, fangen wir wieder von Null an. Keine Ahnung, was da kommen wird. Also helfen wird es garantiert nicht. Denn so wie die munkeln, wollen die ja die Kraftwerke gar nicht haben. Ne? Also bleiben nur die Tagebauer, also nur der Dreck. Wir sehen nicht, was da wird. Wenn es verkauft wird, dann wäre ich dafür gewesen, dass es von Deutschland gekauft wird. Warum müssen das Tschechen kaufen und andere? Das ist meine Meinung nur dazu. Ich freue mich, dass es überhaupt erhalten bleibt, weil ich einen Neffen habe und dessen Frau, die arbeiten bei Vattenfall. Freut mich für die. Aber was weiß man, was 2020 dann wird? Na, das ist alles. Wird erhalten, denke ich. Die werden ja keinen Strom von Tschechien hier rüberpumpen wollen. Die werden schon die Arbeitsplätze erhalten, aber da ist die Regierung gefragt. Die muss ihnen das gleich diktieren, dass eben die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ich würde sagen, Lausitz hilft es. Das geht ja auch um Arbeitsplätze, die gesichert werden müssen. Ja, und wir werden sehen, aber ich bin dafür, dass der Bergbau erhalten bleibt in der Lausitz. Schon wegen der Arbeitsplätze. Aber was nützt es das, wenn man die Kohle zumacht? Und wir haben dann wieder so viele Leute auf der Straße, die keine Arbeit haben. Solange das funktioniert, okay.
Also ich habe das Gefühl, das ist nicht so richtig. Weiß ich nicht, ob die Entscheidung richtig ist. Vattenfall war okay, aber was soll jetzt werden? Wir wissen es doch noch nicht. Wenn man jetzt auch schon verhandelt, erst im Nachhinein, wann was passiert, dann denke ich mal, ist das schon nicht okay, oder? Wichtig ist, dass es erhalten bleibt und dass es sich ein Käufer gefunden hat. Denn es sind ja über 8000 Arbeitsplätze rein vom Stammbetrieb wären gefährdet, wenn Vattenfall aufgegeben hätte, beziehungsweise keinen neuen Käufer gefunden hätte. Und ebenso viel nochmal von Zubringerbetriebe. Sodass es eigentlich eine positive Entscheidung ist. Und ich das eigentlich als ehemaliger Vattenfall-Mitarbeiter das begrüße. Die Görlitzer Brücke in Hoyerswerda wächst. Wir schauen in den Kurznachrichten gleich dorthin. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauer. Wohnmobilcenter Sachsen in Bernsdorf. Ihr Fachhändler für neue und gebrauchte Wohnmobile und Wohnwagen. Auch Ratenzahlung ohne Anzahlung über Hausbank möglich. Jetzt mit neuen Jobangeboten. Im Netz unter wohnmobilcenter-sachsen.de. Bequem ist einfach. Wenn das Konto zu den Bedürfnissen von heute passt. Etwa 150 Verwaltungsmitarbeiter haben sich am Dienstag am Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi beteiligt. Abordnungen aus den unterschiedlichen Bereichen kamen zu einer Kundgebung auf den Postplatz in Bautzen. In der kommenden Woche sollen die Tarifverhandlungen fortgesetzt werden. Bis dahin gibt es keine weiteren Streikankündigungen in Ostsachsen, so Detlef Heuke von Verdi. Mehr Nachrichten gibt es jetzt. Die Arbeiten an der Großbaustelle an der Hoyerswerda Südstraße laufen planmäßig. Zurzeit werden die Brückenpfeiler und Widerlager gegossen. Im Sommer soll dann die Brücke selbst montiert werden. Bis dato gibt es keine Verzögerungen und so geht man weiter davon aus, im Spätherbst hier wieder freie Fahrt zu haben. Die Hoyerswerda Kulturfabrik ist am Montagabend als Verein des Jahres ausgezeichnet worden. In der Kategorie Kultur kam die Kufe auf Platz 1. Verbunden ist damit ein Preisgeld von 3000 Euro. Der Publikumsliebling wurde via Internetvoting ermittelt und hier lag mit mehr als 2000 Stimmen der erste Wassersportverein Lausitzer Seenland vorne. Er bekommt 2000 Euro. Insgesamt 169 Vereine aus dem Gebiet der Ostsächsischen Sparkasse Dresden hatten sich in diesem Jahr beworben. Diebe waren am vergangenen Wochenende in einer Firma im Kamenzer Ortsteil Bernbruch am Werk. Von 5 Kleintransportern sind die kompletten Auspuffanlagen ausgebaut worden. Den Schaden bezifferte der Unternehmer mit rund 20.000 Euro. Erneut haben Diebe in Lauter an 2 Pkw alle Räder gestohlen. Die beiden VW standen auf einem Betriebsgelände an der Lausitzer Straße. Den Wert der 8 Kompletträder bezifferte der Eigentümer mit etwa 4.500 Euro. Zudem entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro, auch weil an einem der beiden Autos eine Heckscheibe eingeschlagen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Interessierte Mädels sind am 28. April bei der ADAC Luftrettung in Senftenberg gern gesehen. Anlässlich des Girls Days können sich die Jugendlichen dort umschauen und alles über die Berufe der Hubschrauberpilotin oder auch Rettungsassistentin erfahren. Bisher steuern bundesweit nur 2 Frauen von rund 160 Piloten einen ADAC-Hubschrauber. Um eine Anmeldung unter www.girls-day.de wird gebeten. Die sächsischen Verbraucherschützer warnen vor gefälschten Inkassoschreiben. In dem Brief wird eine Forderung von 600 Euro aus einem Gewinnspiel vom Unternehmen Akzepta Inkasso erhoben. Neben dieser Adresse befinden sich noch weitere Logos, wie zum Beispiel das des Anwaltvereins, der Schufa und des Bundesverbandes für Inkasso und Förderungsmanagement e.V. Im Schreiben selbst werden die Empfänger zudem darauf hingewiesen, dass ihnen die Pfändung droht. Das Unternehmen Akzepta gibt es tatsächlich, allerdings habe es mit den Forderungen nichts zu tun, so die Verbraucherschützer. Betroffene sollen sich nicht einschüchtern lassen, sondern die Verbraucherzentrale und die Polizei informieren.
Noch bis Mittwoch läuft die Bewerbungsfrist für künftige Fotomodelle des Lausitzer Seenlands. Gesucht werden sportliche Familien mit Kindern zwischen 9 und 12 Jahren, aktive und kulturinteressierte Paare zwischen 45 und 55 Jahren sowie Senioren zwischen 60 und 70 Jahren. Ein Porträt- und Ganzkörperfoto sollte via E-Mail an info@lausitzerseenland.de gesendet werden. Die Hoyerswerder Lebensräume werden auch in diesem Jahr wieder die Beach Community durchführen. 3 Spieltage am 6., 13. und 20. Juni sind auf dem Volleyballfeld an der Straße des Friedens geplant. Interessierte Mannschaften können sich bei der Genossenschaft melden. Am Sonntag wird zur traditionellen Hoyerswerder Frühjahrswanderung eingeladen. Die Strecke führt in diesem Jahr über eine Distanz von 36 Kilometern. Dabei geht es von Hoyerswerda über Bergen und Laubusch zur Krabbertmühle. Nach einer Rast ist die Rückfahrt über das Dubringer Moor und Neudorf Klösterlich zum Lausitzbad geplant. Der Startschuss für die Fahrradtour fällt um 10 Uhr vor der AOK Plus Filiale im Behördenpark. Dem Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann wird seit heute der Prozess gemacht. Grund der Anklage ist der Vorwurf der Volksverhetzung. Vor dem Dresdner Amtsgericht haben sich heute beim Prozessauftakt zahlreiche Menschen versammelt, um ihre Meinung zum Prozess kundzutun. 3 Verhandlungstage sind im Prozess gegen den Pegida-Anführer Lutz Bachmann zunächst angesetzt. Ihm wird vorgeworfen, am 19. April 2014 auf einer öffentlichen Facebook-Seite in mehreren Kommentaren Kriegsflüchtlinge unter anderem als Gelumpe, Dreckspack und Viehzeug beschimpft zu haben. Dadurch habe er zum Hass gegen Flüchtlinge aufgestachelt. Vor Prozessbeginn versammelten sich Pegida-Anhänger vor dem Gerichtsgebäude, um den ebenfalls dort wartenden Bachmann zu unterstützen. Der Unmut über die Anklage war deutlich zu spüren. Ich finde es nicht gerechtfertigt, überhaupt nicht. Nee. Wissen Sie was, Sie sorgen jetzt hier Volksverhetzung und so weiter. Das Internet ist ein rechtsfreier Raum und er hat das gesagt, da war von Pegida überhaupt noch nicht die Rede, das war im Jahr 2014. Und wenn ich im Internet lese, Volksverhetzung, was gesagt wird, zum Beispiel von unseren Freunden von der Antifa um die Ecke rum, da wird nie verhandelt, die werden nie vor Gericht gestellt. Das ist hier nur ein Schauprozess, was anderes nicht. Der hat seine Meinung gesagt, Lutz Bachmann. Und wenn ich das heute in der Gegenwart sehe mit den Böhmermann, da war das ja viel, viel mehr gewesen, was der vom Stapel gelassen hat. Oh. Was auf dem roten Schild steht, diese Frau müsste vors Gericht, die uns dieses ganze... ich will mich jetzt mal zurückhalten mit meiner Äußerung. Ja, hierher, diese Leute gehören nicht in unseren Kulturkreis. Ja, wir haben genügend Arbeitslose. Gabriel Maas und dieser Türke hier, der Öbstenem oder wie der heißt, die haben uns doch genauso beleidigt, oder? Ich möchte mit der Deutschlandfahne dafür eintreten, dass hier Demokratie und Rechtsstaatlichkeit die Oberhand behalten. Ich möchte, ohne dass unsere deutschen Mädels und unsere europäischen Mädels in Kopftüchern verschwinden, unter Burkas. Wissen wir, was das heißt? Das ist eine medizinische Verletzung des Körpers. Das Vitamin D fehlt diesen Leuten. Die Burka-Leute sterben mit 45 Jahren. So, du wisst ja Bescheid. Es ist ein Showprozess, dass die Sache hat stattgefunden, da gab es Pegida noch gar nicht. Wieso zerrt man das plötzlich jetzt raus? Und das wird ein Freispruch meiner Ansicht nach, vollkommen klar. Auch die Partei war vor dem Gericht vertreten. Gemeinschaftskunde und Geschichte und Schnaps und Schnaps und Schnaps und Bier. Glauben, dass das hier ein Schauprozess ist, ähnlich wie die Nürnberger Prozesse. Hier wird ein Kopf einfach abgeschnitten, hier wird das Gesamtproblem ignoriert. Wir sollten heute alle unseren inneren Lutz Bachmann anklagen, glaube ich. Einen holistischen Gesamtblick wagen. Was wäre denn ein gerechtes Ergebnis? Dass Sachsen eigentlich abgeschafft wird. Hier scheint nichts mehr zu wachsen. Unfruchtbares politisches Land. Es sollte jetzt mal 10 Jahre brach liegen, damit hier wieder was fruchten kann, glaube ich. Bis der Richter den Saal betrat, hatte Bachmann eine Brille auf mit einem schwarzen Balken über den Augen. Das Gericht ist dem Wunsch nachgekommen, seine Ehefrau an seiner Seite sitzen zu haben. Im Prozess muss nachgewiesen werden, dass er derjenige war, der die Facebook-Kommentare ins Netz gestellt hat. Seine Strafverteidigerin Katja Reichel sagte, dass ihr Mandat die betreffenden Facebook-Einträge nicht verfasst hat.
Lutz Bachmann ist bereits vorbestraft und ihm droht eine Freiheitsstrafe. Der Ausgang des Prozesses ist jedoch momentan noch offen. Zeitgleich fand in Dresden die Bundeskonferenz der Integrationsbeauftragten statt. Sachsens Ministerin Petra Köpping hatte die Teilnehmer bereits am Montagabend zur Anti-Pegida-Demo von Gepida auf den Theaterplatz eingeladen. Circa 200 waren gefolgt. Wir sind hier zur Bundeskonferenz der Integrationsbeauftragten und hatten die Chance, hier Flagge zu zeigen und wollten zeigen, dass wir mit den Dresdnern sind. Wir sind für Flüchtlinge und nicht gegen Flüchtlinge. Ja, weil ich gegen Pegida demonstrieren möchte, weil ich nicht damit einverstanden bin, was diese Leute sagen. Ja, das hat mich bewogen, hierher zu kommen. Die Dresdner Musikgruppe Banda Internationale unterstützte die Kundgebung. In der Servicezeit Recht geht es diesmal um das Thema Untervermietung und ihre Rechte als Mieter dabei. In ihrem Ort ist etwas passiert und die Elsterwelle war nicht dabei? Dann berichten Sie doch selbst. Einfach Ihre Informationen möglichst mit einem aussagekräftigen Foto an info@elsterwelle.de senden. Wir freuen uns auf Ihre elektronische Post. Kontaktdaten bitte nicht vergessen. Nachdem der Lebensgefährte von Luise W. verstorben ist, möchte sie ein Zimmer ihrer Drei-Zimmer-Wohnung an eine Freundin untervermieten, um die Kosten der Wohnung auch weiter aufbringen zu können und um nicht allein in der Wohnung wohnen zu müssen. Ihr Vermieter will ihr das aber nicht erlauben und verweist auf den Mietvertrag, der das ausschließe. Frau W. möchte wissen, ob sie das hinnehmen muss. In der Tat sind viele Vermieter überhaupt nicht von solchen Untervermietungen begeistert. Sie möchten in der Regel selber bestimmen, wer in ihr Eigentum einzieht. Und da kann man sogar ein bisschen Verständnis dafür entwickeln. Und manche Mietverträge enthalten tatsächlich entsprechende Verbote oder Zustimmungsvorbehalte. Und sind diese wirksam? In vielen Fällen kann der Vermieter die Untervermietung genau genommen nicht verhindern. Wenn der Mieter ein sogenanntes berechtigtes Interesse hat und die Untervermietung für den Vermieter zumutbar ist, dann wird man die Zustimmung auch erteilen müssen als Vermieter. Wann liegt denn ein solch berechtigtes Interesse an der Untervermietung vor? Die Hürden sind sozusagen sehr niedrig aufgestellt für die Untervermietung. Im Prinzip genügt schon jeder vernünftige Grund, den der Mieter hat und gegenüber dem Vermieter natürlich dann in irgendeiner Weise auch artikulieren muss. Das dürfte hier bei unserer Zuschauerin und dem beschriebenen Sachverhalt auf jeden Fall der Fall sein. Es kommt also dann nur noch darauf an, ob die Untervermietung dem Vermieter auch zumutbar ist? Ja, und das ist sie ja in der Regel. Da muss schon einiges passieren, wenn es eine Situation geben soll, wo das für den Vermieter nicht hinnehmbar ist. Die Rechtsprechung sagt sogar, dass nicht mal die Zahlungsunfähigkeit des Untermieters ausreichend ist, um die Zustimmung dazu verweigern. Immerhin bleibt ja der Hauptmieter derjenige, der auch die Gesamtmiete schuldet. Wenn es allerdings so ist, dass zu einer bereits in der Wohnung lebenden, ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen übertrieben oder zugespitzt, zehnköpfigen Großfamilie dann noch Tante und Onkel hinzuziehen sollen oder wollen, dann ist natürlich eine krasse Überbelegung der Wohnung, wenn sie nicht entsprechend groß ist, vorhanden. Und dann kann der Vermieter die Zustimmung schon verweigern. Das ist jetzt vielleicht ein etwas seltener Beispielfall, aber das sind Dinge, die tatsächlich vorkommen, auch in der Rechtsprechung. Frage und Antwort. Mein Vermieter hat mir schon seit 2 Jahren keine Betriebskostenabrechnung vorgelegt. Gibt es dafür eine Frist und was kann ich tun, um die Abrechnung über die Betriebskosten durchzusetzen? Die Frist für diese Abrechnung beträgt 1 Jahr. Nach Ablauf dieses Abrechnungsjahres sind in der Regel Nachforderungen durch den Vermieter ausgeschlossen. Es könnte aber bei Ihnen ja sein, dass Sie vielleicht eine Erstattung bekommen. Und wenn der Vermieter also mehrere Jahre keine Abrechnung vorlegt, dann sollten Sie die Betriebskostenvorauszahlungen zunächst einstellen und abwarten, bis die Abrechnung vorliegt.
Elsterwelle Kalenderblatt. In der Hoyerswerder Herderstraße ist am 17. April 2007 nach gut einjähriger Bauzeit der Kinderverkehrspark offiziell eingeweiht worden. Der Park wird für die Ausbildung von Stepkes im Vor- und Grundschulalter benutzt. Betrieben wird er von der Verkehrswacht Hoyerswerda. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda ist am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr offener Freizeittreff. Dabei können alte T-Shirts mit tollen Dekorationen verschönert werden. Zudem ist die Keramik AG aktiv und es kann geritten werden. In das Plauderstübchen der Cafeteria der AWO in der Münzer Straße in Hoyerswerda lädt der Nachbarschaftshilfeverein am Mittwoch zum Kaffeeklatsch ein. Beginn ist um 14 Uhr. Der Hoyerswerder Spätleseverein lädt am Mittwoch in die Bräuler Bar in der Curie-Straße zum Clubnachmittag ein. Er beginnt um 14 Uhr. Viel Spaß mit Nadel und Faden ist das Motto am Mittwoch wieder im Natz im Bürgerzentrum am Altstadtmarkt in Hoyerswerda. Los geht's um 15 Uhr. Im Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz ist am Mittwoch Spielenachmittag. Ab 16 Uhr ist geöffnet. In der Reihe Kino für Kenner flimmert am Mittwoch im Cinemotion in Hoyerswerda ab 17.15 Uhr das Drama Freunde fürs Leben über die Leinwand. Am Abend gibt es ein Frauen-Preview. Hier ist ab 20 Uhr die Komödie Der Boss zu sehen. Innerhalb der 51. Hoyerswerda Musikfesttage beginnt am Mittwoch um 19 Uhr im Saal des Schlosses eine musikalisch-literarische Reise durch die Lausitz. Es gibt zauberhafte Geschichten über die einheimischen Sagegestalten im Einklang mit Musik von Nagel bis Trorak. Auch wenn sich der April noch deutlich zu kalt präsentiert, die Natur startet in den Frühling mit zahlreichen Blüten. In der Nacht ist es locker bewölkt, die Temperaturen sinken auf 4 Grad. Am Mittwoch erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix mit Temperaturen um 13 Grad. Der schönste Tag der Woche wird uns am Donnerstag versprochen. Sonne satt bei 16 Grad, allerdings ist die Nacht dafür eisekalt. Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken wieder ab bei 13 Grad. Das Wochenende wird kühl, aber weitestgehend trocken. Das war die Drehscheibe vom Dienstag. Schauen Sie auch morgen rein, dann sind wir bei Jungen Tüftlern zu Gast.